Zweifelsfalle ist der Schirm lieber ein bisschen zu klein für einen als zu groß. Weil wenn jetzt mit der Matte da, die ist eigentlich ein bisschen zu groß für mich, wenn ich mit der jetzt bei sehr anspruchsvollen Bedingungen fliege, dann ist er halt nicht so stabil, oder? Also gegen den Wind ist er langsam, bei Turbulenzen ist er anfälliger, weil er eben jetzt so satt belastet ist. Vom Sinkwert ist es toll, ich sink wenig, aber ich komme ja auch nicht vorwärts. Was hilft mir das, wenn ich 1000 Meter über Oberstdorf bin und komme nicht einmal bis zum Kirchturm? Hilft mir gar nichts. Das schaut zwar cool aus, oh, ist der hoch, aber geht halt nicht so. Also diese vielen Leinen, die sind dann gebündelt in so einem Leinenschloss und das Leinenschloss führt zum Tragegurt. Das sind also diese Tragegurte und die sind unten vernäht und da hake ich mich später ans Gurtzeug, oder? Genau, jetzt zum Sortieren. Wenn es jetzt so ist wie da, schaut nicht so ganz gut aus. Aber auch nicht so ganz schlecht. Da die hinterste Ebene. Und da ist so in der Mitte eine noch. Und nochmal eine. Und ganz vorne. Also A, B, C, D. Vier Ebenen, oder? Und wenn wir mal die Leinen anschauen, die sind hier dünner, oder? In dieser Galerie oben sind sie nochmal dünner. Damit kann man halt Widerstand sparen und erst unten ist sie dann dicker, oder? Okay. Und die ganze Last gabelt sich halt dann immer weiter auf und die Leinen werden immer dünner. Ich mache es immer so, dass man da noch eine Hand durchstecken kann, oder? Dann ist es ganz vernünftig vom Laufen her. Und nach den beiden Beingurten, weil da kann ich ja immer noch rausfallen, oder? Gibt es hier noch einen Brustgurt. Der hat jetzt so einen Typ, wo so ein T dran ist. Da muss ich halt jetzt dann da einrasten und das Gegenstück einrasten. Und auch da kann ich dann ein bisschen enger ziehen, oder? Und wenn ich jetzt Käse am Bierbauch habe, dann kann man da an der Seite im Prinzip auch noch enger machen. Ja? Oder weiter, je nachdem. Man soll halt vernünftig stehen können, aufrecht und laufen können und dann ist gut, oder? Das soll so ausschauen, dass ihr so dran hängt. Das heißt, das hier, dieser Flaschenzug, das heißt auch Beschleunigungssystem, das braucht man hier am Übungshang nicht, aber da kann man mit einer Schnur über die Beine reinsteigen und nachher verkürzt sich der Flaschenzug, die Gurte vorne werden länger und die hinteren werden, vorne werden sie kürzer und hinten werden sie länger. Dadurch nimmt er die Nase nach unten und dann wird er schneller, der Schirm, oder? Brauchen wir hier am Übungshang aber nicht, weil wir gar nicht die Höhe dazu haben. Also dieser Beschleuniger zeigt nach vorne und diese Steuerleine zeigt nach hinten, oder? Und dann ist das Ganze also leicht verdreht. Also schaut so aus. Der zeigt so seitlich nach vorne und der zeigt so seitlich nach hinten. Und dann nehme ich den so und die Karabinerverschlüsse öffnen, einhaken. Und nachher lasse ich ihn einfach liegen. Da gibt es verschiedene Modelle. Das ist so ein Twistlock, also den muss ich schieben und drehen. Und bei den anderen ist da so ein Knöpfchen zum Draufdrücken. Genau. Und da schaue ich es mir auch an. So hänge ich dran. Und drehe das ein bisschen nach außen, nicht nach innen. Und dann kann ich hier einhängen, oder? Genau, dann ist wichtig, dass die Gurte über dem Arm liegen. Ja. Warum über dem Arm? Weil wenn der wegsteigt, dann soll der Arm ja da hinten sein. Wenn er nicht über dem Arm liegt, dann schaut es so aus. Also Gurte über dem Arm. Und dann greife ich wechselseitig. Hier nehmen wir die Steuerleine ab. Und da nehmen wir auch die Steuerleine ab. So. Später habt ihr gar nicht mehr in der Hand. Ja? Und jetzt zum Aufziehen nehme ich hier noch die Tragegurte, die vorderen, mit in die Hand. Also der hat hier so rote Bandrollen, beim anderen ist es ein bisschen anders. Wichtig ist einfach so von hinten her in die Hand nehmen. Da könnt ihr nochmal gucken, ob das alles passt. Da habt ihr die richtigen Leinen in der Hand, oder? Nämlich die vorderste Ebene. Da drüben auch. Schaut auch gut aus. Genau. So, dann geht ihr ein bisschen zum Schirm zurück, dann habt ihr ein bisschen so einen Schwung, wo ihr da reinlaufen könnt. Armhaltung ist einfach so am Körper da draußen. Ja.
Und dann lauft es einfach locker in den Schirm rein. Ja, Schirm steigt hoch. Die Gurte so lange führen, bis er oben ist. Wenn er oben ist, die Gurte loslassen, nicht noch länger führen, weil sonst kommt der vorne wieder runter. Und dann geht ihr leicht auf die Bremse. Ja. So vom Wind her würde ich sagen, passt gar nicht schlecht. Du kannst ja mal ein Gras ein bisschen schmeißen, dann können wir mal schauen. Ja, okay. Probieren wir es einfach mal. Also hochführen. Ich klicke hier die Steuerleine wieder an die Transportsicherung an, weil wenn ihr das nicht macht, dann wickelt sie die da irgendwie rum, oder? Dann habt ihr richtig Ärger. Also möglichst verdrehungsfrei anklipsen. Dann steht er ja immer noch so. Wird sicher gut, wenn man sich zum Schirm hin umdreht. Man nimmt einfach den Gurt mit über den Kopf, oder? So. Und nachher steht es zum Schirm gedreht. Und nachher legst du die Gurte übereinander. Dann nimmt es das erste Mal so unterhalb vom Leinenschloss halt. Und wie ein Gartenschlauch oder ein Kletterseil bildet es halt so Schlaufen zum Schirm hin. Dabei zieht ihr den ja immer mehr zusammen, oder? Und so ganz zum Schluss müsst ihr halt, da habt ihr die Finger ja frei, noch mal ein bisschen nachziehen. Da gibt es einen relativ schönen Knäuel, oder? Und den könnt ihr dann einfach zack über die Schulter. Und in einer Hand habt ihr halt das Bündel Leinen. Und wer es nicht so hat da mit dem Ellbogen, der kann da auch noch umgreifen. So. So, oder? Da ist die ganze Last nicht so auf dem Ellbogen, ist ein bisschen angenehmer. Und wenn ihr jetzt da nicht die ganze Gaudi hinter euch herschleppt, dann kann man da auch ganz gut laufen. Und jetzt auch nicht alles fallen lasst, sondern einfach Schlaufe für Schlaufe abschlauft. Und dann habt ihr schon mal die zwei Hauptseiten getrennt. So, und jetzt erst. Erst jetzt holen wir uns aus, oder? So. Und dann legt ihr bitte die Leinen auch wieder zurück, ein bisschen zum Schirm. Weil dann verwuseln sie die nicht so mit dem Gras. Und wenn wir jetzt den Schirm auseinanderziehen, dann soll es eigentlich passen. Wieder von vorne los, Leinen entwirren. Das wird euch am Anfang die meiste Zeit kosten, oder? Aber wenn ihr das sauber macht mit dem Aufnehmen, ja, und hinlegen, nachher habt ihr da wenig Ärger. Und es wird besser. Also nicht verzweifeln und die Schere holen, es wird besser. Genau. Schirm kommt, ja, weiterführen, weiterführen. Arme ein bisschen höher, ja. Nochmal durchbremsen leicht. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Mehr Bremse, Arme runter. Wart, jetzt tu die Arme runter, tu die Arme runter, tu die Arme runter. Jawohl, super umgesetzt. Tipptopp, Sebastian, jetzt einfach gerade rausfliegen, Arme an den Tragegurt, so ein bisschen ruhig, entspannt.
Genau. Und runter die Arme. Lasse unten. Juhu. Ja, Sebastian, super umgesetzt. Hast du ihn schön hochgeführt. Ich hab, dass ihr landet zum Beispiel und der Schirm steht sowieso über euch. Ja? Dann nützt ihr eigentlich einfach diese Möglichkeit, ja? Und lauft so weit es geht und versucht den Schirm ein bisschen zu fühlen. Ja? Macht mit dem Kurven, ja? Schaut, wo er ist. Was muss ich machen, wenn der Schirm hinten ist? Ja? Klar, Bremse auf. Wie stark kommt er dann? Ja? Wie viel muss ich bremsen? Ah, er ist mir eingeklappt. Okay, ich habe zu wenig bremst. Ja? Und nimmt es einfach mit, wenn die mal wo nicht konstant sind, wo da fährt eine Böe rein und dann, dann kommt der Wind stark und dann ist er wieder drauf, kurz drauf, ist er schwach. Und wenn ihr das hier könnt und den Schirm handeln könnt, ja, dann bewegen. Also macht auch mal ein paar Starts. Hier unten im Flachen, also viel schwieriger ist. Aber man kann sich komplett nur auf dieses Boden führen, ja, und korrigieren kann sich. Und oben hat man einen. Anbremsen, jetzt anbremsen. Nicht mitlaufen, mitlaufen. Anbremsen heißt nicht. Uiuiui. Also tatsächlich weiterlaufen, weiterlaufen. Anbremsen. Jawohl, und jetzt große Schritte. Große Schritte. Mitlaufen, mitlaufen, mitlaufen. Nicht reinsetzen. Mehr Bremse, mehr Bremse, mitlaufen. Nicht die Beine anziehen. Oder so, ja, noch die kleine Kuppe überflogen. Aber eigentlich, ja, weiterführen, anbremsen. Nochmal auf die Bremse mehr auf die Bremse, mehr auf die Bremse. Genau, lass die Arme ruhig zu. Schön. Ganz ruhig. Und Arme runter, beide Arme runter, beide Arme runter. Funk hörst du? Wenn du magst, Start 2. Ganz gemütlich. Weiterführen, anbremsen. Bremse, Bremse. Beide bremsen, beide bremsen. Mehr bremsen, mehr bremsen. Ja, genau. Und wenn der Boden kommt, warten noch. Jetzt runter die Arme. Lasse unten und mitlaufen. Ja, weiterführen, weiterführen, weiterführen. Anbremsen. Jawohl. Laufen mit. Bremst ein bisschen mehr, ja. Stopp, 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 bremst durch, bremst durch, bremst durch, bremst durch. Da hast du gesehen, das war der Wind von hinten, ne? Alles gut. Arm hoch bitte, wenn alles gut ist. Udo, alles gut? Arm steigt voll, langsam werden, anbremsen. Anbremsen und jetzt lauf, 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 lauf! Aber da kam der Rucksack, das will ich dir verzeihen. Aber guter Start, richtig guter Start. Bin stolz auf dich. Okay. Durchbremsen. Gut, Sebastian. Rechts laufen, langsamer werden, sonst fällt er nicht. Links laufen, genau, ja super. Links laufen, ja. Dahin, wo der Schirm hinkippen will, dahin mitlaufen. Ja, gut, Sebastian, also den Sprung will ich dir verzeihen, da kam, glaube ich, der Rucksack. Richtig guter Start, richtig kontrolliert, langsam worden und dann sauber kontrolliert, also hat mir richtig gut gefallen. Jawohl, gute Los, Nicole, auf die Bremse, bleib am Laufen, bleib am Laufen. Ja, und schon fliegt's. Woo! Super, und jetzt, wenn der Boden kommt, ganz durchbremsen. Jawohl. Hey! War der Erste, sauber! Okay, Antje, dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Jawohl, kurz loslassen, Antje, mit Lauf. Aber es ging auch um, jetzt geht es wieder normal, also
Geht schon. Startfrei. Jawohl. Die Gurte mal los, nach rechts laufen, nach rechts unter den Schirm. Jawohl. Super, Marcel. Genau. Und einfach durchlaufen. Wunderbar. Okay, Marcel. Ja, ist ja ganz gut gegangen, oder? Hast du gemerkt, wenn der Schirm wegkippt zur Seite, dann auch zu der Seite hinlaufen. Also in dem Fall, wenn er rechts kippt, auch nach rechts laufen. Und links ein bisschen bremsen. Ne, hast du super gemacht. Wunderbar. Schön. Wenn du magst, startfrei. Kommt schön weiterführen. Anbremsen jetzt leicht. Genau. Bleib auf der Bremse, bleib auf der Bremse. Rechts steuern ganz leicht. Ganz ruhig die Arme. Nicht so digitale Bewegung. Durchbremsen, durchbremsen, durchbremsen. Lass die Arme unten. Lasse unten, lasse unten, lasse unten. Rechts vorne, nach rechts mehr laufen, nach rechts mehr. Ja Udo, das sind jetzt so digitale Bewegungen. Du musst viel ruhiger und dem Schirm auch ein bisschen Zeit geben, dass er reagiert. Das ist anders als ein Drache. Der Stein. Okay, ja, null Wind, mein geht schon, kriegst du hin. Jawohl, Gas, jetzt Gas, jetzt Gas. Jetzt kommt er, Kontrollblick, Kontrollblick, mehr Bremse. Okay. Ja, nicht so ganz flott hoch die Arme. Schau mal rechts oben im Schirm, hinten. Da ist ein Verhänger. Verhängerfähnchen. Okay, jawohl. Am Start immer noch, hey, was passiert mit mir? Und am Anfang hat man nicht die Erfahrung, dann gegen zum Lenken. Ja? Dann kann es halt sein, dass man wieder einen Hang irgendwie reindreht. Ja? Und eben das möchte ich vermeiden, dass ihr einfach schaut, dass ihr kontrolliert, sicher und möglichst so langsam wie es geht. Also Wind angepasst. Wenn es hier bläst wie Sau, ja, dann muss ich 3 Schritte rückwärts machen, kann stehen bleiben, lass den Schirm über mir stehen. Mitlaufen nochmal, leicht auf der Bremse bleiben. Bisschen mehr Bremse. Ja, genau. Nicht die Arme ganz hochgeben, leicht angebremst und runter jetzt. Jetzt hast du die Arme relativ weit immer oben gehabt. Leicht angebremst bleiben, dann klappt der Schirm nicht so schnell ein. Schirm kommt, langsam werden, anbremsen. Deutlicher bremsen, langsam mehr bremsen. Okay, passt. Also, ich erkläre dir gleich was dazu. Unten, weg von den Bäumen, das ist ein theoretisches Hindernis. Und rechts. Gewicht rechts. Rechts. Ja, linker Arm dabei hoch. Und mehr Bremse, wenn der Boden kommt. Warte noch. Jetzt runter. Runter die Arme. Ja.
Punkt. Startfrei. Ja, bisschen führen, jetzt kommt er. Und Bremse, stärker, stärker. Und ja, schick. Schau mal an deinen Fuß, ich glaube, du hast gemerkt. Sieht gut aus. Jawohl, lass ihn gleiten, genieß den Flug nach rechts ein bisschen. Jetzt hast du es auch mal gemacht. Jawohl, Gas, bisschen Gas, 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 nach rechts laufen, links bremsen. Ah, okay. Legen wir die gleich nochmal aus. So, ein Portal, wie es dann geht. Ja. Ein bisschen. Halt, stopp! Ja, super gemacht. Merkst du, du warst voll langsam in deiner Kontrollphase und dann kannst du super die Energie, da ist gar keine Energie drin. Und wenn du rennst in Bekloppter und dann abbrechen willst durch die Geschwindigkeit, hebelst du dich halt irgendwie aus. Gut gemacht, gut. Das hast du auch durchgestanden, Sebastian. Beide Arme, lass die Arme ruhig, mehr, tiefer, beide Arme tiefer. Lass sie mal ruhiger, bitte. Durchbremsen. Okay, das ist fertig, mein Eingang ist Luftraum ist frei.
Wind, da hinten kommt es von vorne, hier, da kommt gleich auch was. Okay, ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ein ruppiger Flug. Ganz ruhig mit den Armen. Bisschen rechts jetzt, 90 Grad rechts. Ah, okay, du siehst, jetzt geht es deutlich runter, dann wieder zum Punkt fliegen. Zum Punkt. Rechte Seite mitbremsen, ganz leicht. Hey, jawohl. Weiter. Beidseitig auf die Bremse jetzt mehr. Genau. Dann links Richtung vorne mal. Ganz gut. Beidseitig mehr auf die Bremse. Und runter die Arme, runter die Arme. Jawohl. Perfekt.